Und das hat der Berg zu. Freunde, herzlich willkommen. Wir sind zum Klempern unterwegs. Heute mit einem Gaschklemper. Ja. Den kennt ihr ja schon. Du warst schon zweimal bei uns, ne? Zweimal dabei. Genau, einmal bei der Spanferkel-Aktion, einmal beim Winterglamping war es, ne? Genau. Genau, der Gregor, unser Spezialkoch. Ja, wir sind unterwegs zu einer Glamping-Tour im Lechquellgebirge. Und wenn ihr da Bock drauf habt, uns zu begleiten, ja, dann bleibt auch mit dabei. Jungs und Mädels, wisst ihr, was ich gar nicht verstehen kann? Also der Ripercon, ja, also den Kanal, den kennt ihr bestimmt. Der geht immer von Lech oder von, wie heißt es, von Zug läuft er mir hier rauf. Also wir sind ja mit dem Auto hergefahren, so typisch Glamper-mäßig. Und ja, ja, wir haben jetzt spontan umgeplant. Das heißt, wir wollten eigentlich die 13 Kilometer, ne, von Zug wollten wir eigentlich rauflaufen jetzt hier zum Formarinsee. Und dann haben wir aber gesehen, da ist eine Schranke, da kann man durchfahren, kosten 20, haben wir gemacht. Das haben wir spontan umgeplant, das heißt, wir haben jetzt hier das Auto geparkt, hier oben auf dem Parkplatz. Und gehen jetzt gleich rauf zur Roten Wand. Dort werden wir heute Nacht übernachten, da bauen wir jetzt dann gleich unser Lager auf. Ich denke, da werden wir so eine Stunde, anderthalb oben sein, schätzungsweise. Und dann werden wir stattdessen ein bisschen hier oben. Da oben sieht ihr so ein bisschen die rote Wand und da oben ist ein Plateau und da werden wir dann ein bisschen durch die Gegend laufen und schauen uns das einfach ein bisschen an. Thank you.
Aufbau passt jetzt soweit. Ich habe jetzt heute zum ersten Mal in den Bergen mein neues Hilleberg Una mit dabei. Das habe ich jetzt schon seit 2 Wochen. Ich hatte es zum ersten Mal schon mal dabei bei einer anderen Tour, aber da habe ich euch nicht mitgenommen. Ja, das habe ich mir extra gekauft für den Winter, weil es ein Winterzelt ist. Aber das kennt ihr ja eh, das Hilleberg Una. Gibt es schon genügend Reviews. Saugeiles Zelt. Teuer, aber jeden Euro wert. Und der Gregor, der ist in Wahrheit Pole, weil das war mal mein Zelt. Ja, Polenwitze darf ich machen, meine Frau kommt aus Polen. Ja, Gregor habe ich heute mein Zelt ausgeliehen. Der Gregor ist selber überlegen, ob er sich eine Haber zulegen soll. Und da bietet sich die Gelegenheit eh, dass er das mal austesten kann. Bitte? Eine Produktvorstellung, genau. Und da er dann ja jetzt 3 Tage unter meinem schlechten Einfluss steht, bin ich mir sicher, er wird sich eins kaufen. Gibt es jetzt hier eine Blaubeersuppe, einfach um zu wissen, um ein bisschen aufzuwärmen. So, das mache ich jetzt mal zu. 5 Minuten. Die schmeckt jetzt schon völlig natürlich. Super, oder? Ja. Mal die Zuschauer riechen. Oh, riecht mal mega. Wirklich. Ohne Scheiß. Oh, das riecht richtig gut. Du musst den Zuschauern natürlich auch verraten, ja, wie es schmeckt. Ich versuche. Das ist wichtig. Ja. Also. Oh Gott. Ist das nicht gut? Voll Teufel. Oh, ist das. Was schmeckt dir da jetzt nicht? Die Blaubeeren oder der? Ah, die Blaubeeren, die gehen gar nicht. Ja. Wie die auf der Zunge zu gehen und den Gaumen so runter, ja, die Suppe. Ah. Ist nicht gut. Nee. Nee, also das kann ich nicht weiterempfehlen. Oh. So eine heiße Suppe. Mm. Übrigens. Das ist super. Das seht ihr jetzt nicht, aber es hat so leicht geschneit. Jetzt sind so, hier war es gerade so eine Mischung zwischen Regen und Schnee. Das sieht ihr schon, bis da oben so schön vernebelt ist. Ja, mal schauen, wie es ausschaut. Wir haben auf jeden Fall vor, morgen zum Gipfel zu gehen, oder haben es zumindest im Kopf. Jetzt schauen wir mal, wie wir lustig sind. Ich wollte einfach ein paar gute Aufnahmen machen vom Sonnenaufgang. Wobei, das können wir auch hier von diesem Plateau aus. Schauen wir einfach mal. Freunde, was ihr da seht, ist was? Schaschlikpfanne, hausgemacht nach Familienrezept. Das ist jetzt übrigens schon die 2. Portion, die wir machen. Ja. Jetzt machen wir eine kleine. Genau, vorhin, das ist jetzt die kleine Portion. Nicht ganz voll gemacht, der, ja, Topf. Das lassen wir uns jetzt schmecken und dann sehen wir uns morgen früh, weil es regnet. Hört ihr das? Ja, wir sitzen hier unterm Tarp und verstecken uns. Sozusagen, ja. In diesem Sinne. Bis morgen. Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt ja so 20 vor 8 und es nieselt immer wieder mal. Es ist auch laut Wetterbericht angesagt, dass es so bis 11 Uhr immer wieder mal ein bisschen regnen bzw. nieseln soll. Deswegen haben wir beschlossen, wir steigen heute nicht ab von diesem Plateau an der Roten Wand, sondern entspannen jetzt und chillen, ja, bis um 11 Uhr und dann gehen wir die Rote Wand. Und weil wir ja Glemper sind, habe ich mir jetzt hier erstmal schön Rührei gemacht. Ja, und das lasse ich mir jetzt schmecken. Der Gregor ist drüben in seinem anderen Zelt. Gregor, was isst du?
Gregor isst Porridge. Ja, also ihr merkt, uns geht es mal wieder furchtbar. Und sobald wir dann raufgehen, werden wir dann euch wieder mitnehmen. Jungs und Mädels, so sehr wir auch jetzt seit gestern und heute, gut, das habt ihr jetzt nicht mitbekommen, immer Witze machen, weil der RipperCon, also der YouTuber, den immer so oft vorstellt im Video. Aber der Katadyn, der ist echt geil. Liebe Grüße, falls ihr das Video sehen solltet. Der ist echt geil. Jungs und Mädels, der Katadyn. Schon mal gerade noch Mittagessen. Wir haben jetzt 10 nach 11, das Wetter zieht wirklich ein bisschen auf und jetzt gehen wir auch gleich auf den Gipfel rauf. Ich habe mir so einen kleinen Daypack besorgt, was ist davon? Sea2 Summit, kann man im Nachhinein so klein machen, seht ihr das Beutele? Da passt der rein und sei ich für einen Aufstieg dabei, da sind jetzt einfach ein paar Energieriegel mit drin, falls wir Hunger bekommen. Erste Hilfe, so eine Mini-Erste Hilfe, da ist eine Rettungsdecke mit drin, ein bisschen Pflaster, Verbandszeug. Zusätzlich nochmal einen Biwaksack und Taschenlampe und dann hier von Nalgene, ich weiß es heißt Nalgene, aber ich sag Nalgene, von Nalgene nochmal 1 Liter zu trinken. Wir haben jetzt rund 600 Höhenmeter nochmal für uns, 3 Kilometer. Ja, zusätzlich kommt noch meine Regenjacke mit rein, die ich dann überziehe, wenn wir dann oben sind auf dem Gipfel, dass man einfach ein bisschen windgeschützt ist. Ja, das ist auch wichtig, wenn man in die Berge geht. Ich bin jetzt auch kein Profi, aber für den Fall, dass was ist, man bricht sich einen Fuß oder beispielsweise jetzt der Gregor bricht sich einen Fuß, dass ich ihn dann im Notfall mit so einem Biwaksack alleine lassen könnte mit einem guten Gewissen. Gell? Richtig, da freue ich mich drauf. So, dann esse ich mal fertig und dann gehen wir los. Objektiv einfach weg damit. Auf die Isomatte. Ja, auf die Matte von dieser. Auf die Rappmatte von ISO. Aber ich habe hier so den Eindruck, das zieht hier ein bisschen weg, das Ding. Ah, ne, das geht. So, okay, also. Dann packen wir es. Oh. War easy gerade bis da hoch. Ja, es war ganz leicht. Ja. Schau dich das an. Hinter diesem Felsen da, der noch grün ist, der kleine, da ist unser Lager. Und hier
geht es jetzt gleich entlang. Hinten geht es irgendwo rauf. Ja. Ja. Und da hinten ist ja das Tal. Da ist das Rheintal. Und auf der anderen Seite, das müsste, ich glaube, der Sente sogar sein, oder? Da hinten. Ich denke, da auf jeden Fall sieht man Masten. Ja. Das müsste der Sente sein. Ja. Da oben ist das Gipfelkreuz von der Roten Wand. Gönnt euch mal dieses traumhafte Panorama. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier sieht. Aber jetzt geradeaus auf 12 Uhr sieht man hinten den Bodensee. Ein Träumchen. Gönnt euch diesen Ausblick. Ist das nicht geil? Wir haben jetzt besprochen, dass wir die Vernunft walten lassen. Weil das da hinten ist ja der Gipfel und der ist noch schön verschneit. Und so wie das aussieht, ist der Schnee ein bisschen dicker. Wir haben keine Steigeisen dabei, haben auch nicht so die Alpinerfahrung. Und da haben wir gesagt, wir wollen jetzt kein Risiko eingehen, wir machen jetzt einfach hier Stopp. Wir haben jetzt hier auch schon eine schöne Höhe erreicht. Wir hätten jetzt noch rund 150 Höhenmeter. Das schenken wir uns jetzt aber einfach. Man muss ja kein Risiko eingehen. Wir haben ja gerade gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, genau. Dann kommen wir einfach im Sommer mal wieder, wenn einfach weniger Schnee da ist oder kein Schnee mehr da oben. Ja, stattdessen machen wir jetzt noch eine schöne Energieriegelpause und dann geht es wieder runter in unser Basislager. Ja, man denkt immer, das ist so locker easy. Und als wir von da aufgelaufen sind, haben wir uns eigentlich gar keine Gedanken gemacht, wie wir nachher wieder runterkommen. Aber dieses Stück hier, wo es so runter geht, ist Gott sei Dank nicht so weit.
Wir haben noch genügend Zeit. Wir haben jetzt erst irgendwas 2:30 oder irgendwas so um den Dreh. Ja, dann werden wir es also locker easy nochmal schaffen bis zum Sonnenuntergang. Gell? Können wir noch Zigarrenpause machen zwischendrin? Ja, das würde ich sagen. Jetzt sind wir wieder an unserem Basislager angekommen. Die Sonne geht schon unter. Hier hinten seht ihr schon den Mond. Und wir werden jetzt noch eine Zigarre rauchen, einen Whisky dazu trinken, den leer machen, den Flachmann, was essen und dann ins Bett. Und ja, morgen früh gibt es nichts Besonderes mehr, sondern wir werden zusammenpacken und dann wieder nach Hause fahren. Es war eine traumhafte Tour. Ich hoffe, euch hat es auch so gefallen wie uns zwei. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.